Das Eltern-Ich wird überzeugt, das Erwachsene-Ich wird informiert und das Kind-Ich wird freigesetzt und begeistert. Das sind die guten Transaktionen. Ist nicht keine schlechte Idee. Also generell gilt ja so, man weiß aus der Hirnforschung, dass ja auch heute Änderung findet nur statt. Also man denkt ja heute von der, die Ergebnisse der Hirnforschung machen ja nicht plausibel, dass irgendwas gelöscht werden kann. Aber es kann überschrieben werden. Und wann wird etwas wirksam überschrieben, ist dann, wenn es mit starker Berührtheit einhergeht. Deswegen ist es natürlich wichtig, und das ist halt da in dieser TA-Sprache zum Ausdruck gebracht werden, eine Intervention muss berühren. Sonst kann man nicht erwarten, dass es im Gehirn gebahnte Programme überschreiben kann. Aber umgekehrt, man darf nicht unterschätzen die Kreativität der Kunden. Die Seele sucht ja auch, und wenn Material kommt, das sie brauchen kann, das ist die positive Seite von dem Konterfeien, dann zieht sich das auch raus und macht sich daraus eine Intervention und eine Betroffenheit, die hilft. Also der Therapeut oder der Berater muss auch nicht immer der Geniale sein. Es reicht, wenn er ein reiches Klima zur Verfügung stellt. Und so arbeiten wir auch in unseren Lerngruppen, aus denen die Leute sich by the way etwas rausziehen. Und da passiert es nicht selten, das kennt jeder Berater und Therapeut, dass jemand nach 2, 3 Jahren kommt und sagt, damals dieser eine Satz, den du zu mir gesagt hast, das war so klasse und hat riesenweiche Stellung bei mir bewirkt. Und ich frage, ja, wie war der nochmal genau? Und dann kommt etwas, an das ich mich nun wirklich nicht erinnern kann. Also Hilfe zur Selbstheilung. Confrontation habe ich schon gesagt, man lernt dort aktiv mit den Systemen zu arbeiten. Das Wort Konfrontation heißt wirksam die eigene Wirklichkeitssicht in Dialog mit der des anderen Systems bringen, heißt nicht verhauen. Und was ich in der TA auch kennengelernt habe, was mir sehr gut tat, war eine positive Zuschreibung, Christi könnte man sagen, eine Segnung. Bob Goulding hat mir einen solchen Seelendienst getan, der ich ja doch von allerlei nicht okay Gefühlen geplagt war, die ich immer kompensatorisch versucht habe auszugleichen. Ich wurde ihm vorgestellt, er guckte mich an und ich habe irgendwie was gesagt, was wohl darauf hindert, dass ich mich nicht okay fühle. Ja, ich weiß, meine Eingangs-Initialtransaktion weiß nicht mehr. Er guckt mich an und sagt, you are okay, I know that from different sources. Da dachte ich, ja, wenn der sagt, also da ist ja voll überschrieben worden bei mir einiges, hat mir viel geholfen. Also das ist auch eine Erlaubnis, aber natürlich, wenn ich die Kraft in mir fühle, das ist nichts, was man plastikmäßig machen kann, weil man denkt, jetzt muss man segnen, sondern man muss auch selbst sensibel sein, ob durch einen im Moment hindurch auch sowas gehen kann, aber wenn das der Fall ist, dann sollte man es auch nicht vermeiden. Ich scheue mich, zumal ich ja auch nicht Angehöriger irgendeiner Religionsgruppe bin, das manchmal zu tun, aber ich mache es dann manchmal metaphorisch. Ich sage dann, in alttestamentarischen Zeiten hättest du jetzt einen Segen gebraucht und der würde lauten. Ja? Seelisch, indirekte Suggestion, seelisch hat es die gleiche Wirkung und es ist ein bisschen weniger gewagt, mich dann auch in eine segnende Position zu begeben. Schön fand ich dann auch eine Intervention von Mike Brown, wo ich also immer darum gerungen habe, dass ich mich ändern möchte, damit ich ein guter Mensch bin, seit Perfektdynamik und erst wenn Skriptdynamik. Er hat mich angeguckt und hat gesagt, first you are okay, and then you can change if you want. Ja, also solche Dinge, wenn die einem kommen, die dann auch wirklich kraftvoll rüberzubringen, kann einfach klasse sein. Und damit sind wir dann schon auch einfach bei Haltungsdimensionen, die in der TA viel gehandelt werden. Hier sind die 3 P. Pat Grossman hat dafür den Eric Byrne Memorial Award gekriegt. Potency, also sei kraftvoll und erlaube dir auch kraftvoll zu sein, also nicht dieser ewig verstehende, aber etwas schlaffe Berater, der zeitweilig eher im Vordergrund war. Aber ich ergänze ohne Größenfantasien.
Auf der anderen Seite, ein bisschen Größenfantasien schadet nicht. Also ich hätte viele Dinge nicht gemacht, wenn ich realistisch gewusst hätte, wo mein Platz im Universum ist. Aber so habe ich es nicht gewusst und da habe ich es halt dann doch gemacht und es ist gar nicht so schlecht rausgekommen. Protection, das geht davon aus, dass die Menschen normalerweise unter Einfluss negativer innerer Einflüsse sind. Meist dann natürlich in den Elternfiguren angesiedelt, klassischerweise. Das heißt, ich muss dem Kind, ich des anderen, Schutz geben vor den negativen Einflüssen in ihm selbst. Ich sage, zum Beispiel, wenn du merkst, du kriegst den Impuls in dir, dich umzubringen, ruf mich an und dann sage ich dir, du verdienst zu leben, bring dich nicht um, also an alle Ich-Zustände, um sozusagen einen Schutzwall gegen diese inneren Drop-Dead-Impulse aufzubauen. Permission, wenn ich merke, Menschen schränken sich ein, weil sie aus irgendeinem Grund sie sich nicht frei und berechtigt fühlen, dem sagt, du darfst. Also, du darfst Nähe empfinden, du darfst deine Gefühle zulassen, du darfst klar denken, das führt hier nicht zu Verwicklungen wie in deiner Familie, wenn du klar gesagt hast, was du gesehen hast, gab es Zoff zwischen Mutter und Vater hat Mutter K.O. geschlagen. Also Erlaubnisse. Und Bob Goulding hat mal so nett gesagt, Erlaubnisse sind wie eine Angelkarte. Du darfst angeln, du musst nicht. Und in unseren Kreisen ist es häufig so, dass die Erlaubnis etwas konterfeimäßig umgeformt ist. Und wenn ich es darf, dann bin ich auch dazu verpflichtet. Da muss man manchmal aktiv differenzieren und sagt, du musst gar nichts, es ist nur, dass du es darfst. Diese Metapher mit dem 100-Meter-Lauf und den 10 Meter langen Seil habe ich vorher schon mal gebracht, dass wenn ich jemandem sage, du darfst dich deinem Chef gegenüber durchsetzen, du darfst dich vertreten, weil man merkt, er ist verdruckt, er traut sich nicht und so, ist schön, aber bitte mal vorher gucken, was er tun wird, wenn er das darf. Kann nämlich sein, dass er gewalttätige Impulse in sich hat und dass er diese Erlaubnis dann dafür verwendet, eventuell was sehr Problematisches zu machen. Also Erlaubnishaltung nicht mit der Gießkanne spezifisch und mit Umsicht, was dann sein wird. Ergänzend würde ich Themen wie Spiegelung mit reinnehmen, wie wichtig es ist, dem anderen ein Spiegel zu sein. Wir machen das ja in der Weiterbildung sehr viel mit den Spiegelungsgruppen. Ich glaube, dass das eine wichtige Größe im Umgang mit Menschen ist, dass sie im anderen gespiegelt werden, wer sie sind und wer sie sein könnten und sogar auch inspirierende Anregungen kriegen, wer sie werden könnten. Auch da ist man manchmal auf das angewiesen, was andere in einem sehen und was man selbst in sich nicht hat sehen können. Und das Thema Verantwortung würde ich da mit dazu tun. Die haben nur beide kein P davor. Zu den Gruppenkonzepten habe ich schon ein bisschen was gesagt. Will ich hier gerade auch nicht weiter ausdehnen. Gut finde ich jetzt da, weil wir ja bei der Professionskultur sind, dass TA-Lernen immer schon in Gruppen stattgefunden hat. Und dass es immer auch schon sehr viel kollegiales Lernen stattgefunden hat. Man hat sich untereinander supervidiert, konfrontiert. Also von daher sehr viel Grunderfahrung, die wir heute in dem Konzept von Spiegelung, kollegialem Lernen auch als systematisches Lernkulturentwicklungskonzept für Organisationen entwickeln. Haben. Das kommt aus dieser Tradition, dass wir heute viel mit Medien arbeiten, kommt aus der Tradition, immer Tonbandaufnahmen mitlaufen zu lassen in der TA. Es gibt kaum andere Schulen, in denen das üblich ist. Also es gibt viele Gestaltungselemente, die wir heute noch haben oder weiterentwickelt haben, die für mich in meiner Erfahrung im TA-Verband gründen. Antithetisches Vorgehen habe ich schon beschrieben. Auf Wirklichkeitsstile habe ich schon öfter aufmerksam gemacht. Das Fragmentarische habe ich auch schon erläutert. Fragment, ein Teil, das für das Ganze steht. Also es ist in Ordnung, nicht komplett Dinge zu verstehen und abzuhandeln. Es reichen relevante Beispiele, die lieber wenig
vielschichtig als viel flach machen. Einer meiner Sprüche lautet, wer im Kleinen nicht das Große sehen kann, kann auch im Großen nur das Kleine sehen. Also Arbeit an relevanten Ausschnitten im Glaube an den qualitativen Transfer. Das sind also Dinge, die sind also auf der ISB-Kompakt ausführlicher dargestellt. Was auch in der TH schon immer gab, sind die professionsspezifischen Lerngruppen. Es gab ja da schon immer die Social Psychiatry-Bewegung, also Krankenschwestern, die haben also nie diesen Dünkel bestimmter Berufsgruppen mitgemacht, sondern haben andere Berufsgruppen auch qualifiziert. Und es gab einen Educational-Bereich und einen Organizational-Bereich. Dann wollte ich auch einfach noch mal ein bisschen aufmerksam machen auf die Veränderung der Kompetenzerwartungslandschaft im Laufe der Jahrzehnte. Wir haben ja, als wir TA-Ausbildung gemacht haben, haben wir Stunde um Stunde damit verbracht, Zweiersituationen, persönlich-psychologische Fokussierung, Kompetenzbestand darin, Ich-Zustände richtig zu identifizieren, Transaktionen richtig zu verstehen und zu setzen, mit Spielen, mit Rackets, mit Script umzugehen. Und wenn man das alles konnte, war man kompetent. Das ist auch nach wie vor ein wichtiger Bestandteil, aber die Perspektive hat sich doch sehr geweitet. Wenn heute ein Professioneller im Feld zurechtkommen will, dann braucht er auch Fachkompetenz verschiedener Arten, muss es damit integrieren, dass die TA nicht so eine eigene kleine Welt ist. Leider viel zu oft verstehen TAler unter TA machen, den anderen die Sprache der eigenen Kultur beibringen. Das finde ich keine gute Art. Und dann lernen die TA Gebabbel, anstatt dass sie bei ihrer Sprache, in ihrer Kultur bleiben und durch TA angereichert werden. Also mehr so diese Kampagnenmentalität, die in Amerika ja auch mehr verbreitet ist. Heute brauchen wir ein größeres Spektrum von Kompetenzen, die wir zusammenfügen müssen, um von einer gereiften Professionalität zu sprechen. Feldkompetenz, zunehmend auch Marktkompetenz. Ich schlüssel die Begriffe jetzt da nicht weiter auf. Aber es gilt auch für intern mittlerweile. Also ich habe da drüber ja geschrieben, Beruf als Unternehmen, also immer mehr wird von uns eine unternehmerische Haltung unserer eigenen Berufstätigkeit und Berufsentwicklung gegenüber erwartet, zumindest in sehr gehobenen Berufen. Dann so Dinge wie Netzwerkkompetenz, nicht, dass es das immer schon gegeben hätte, aber das ausdrücklich, wie konstruiert man Netzwerke, wie bewegt man sich in Netzwerken. Heute gibt es so viele Netzwerke, dass man auch steuern muss, was man wo, wie in angemessener Weise mitgestaltet und berücksichtigt. Thema wie Sichtbarkeit, man muss sichtbar sein, sonst in einer Überangebotsgesellschaft, sonst wird man seine Meme nicht los. Es wird eine gewisse Originalität verlangt. Man braucht eine Mischung aus Sensibilität und Robustheit. Man braucht eine Mischung aus Weltläufigkeit und Bodenständigkeit. Und vieles von dem würde ich zusammenfassen eben in eine Kulturkompetenz. Und dafür finde ich, dass man eine Metaperspektive, eine Metaprofessionalität entwickeln kann, dass das nicht alles nur additiv nebeneinander hängt. Also da sind wir einfach von den geschichtlichen Anforderungen her weiter und dementsprechend ist das, was früher unser Hauptfokus der Kompetenzentwicklung war, heute ein wichtiges Teil in dem Puzzle. Aber das Puzzle ist sehr viel größer geworden und die Zusammenhänge müssen stimmen, dass es einen guten Beitrag zur Gesellschaft gibt. Das Toblerone-Modell, das ist ein Modell, das sich im Zusammenhang mit dieser Entwicklung erarbeitet habe, um das zu illustrieren, diese verschiedenen Perspektiven. Weil früher haben wir uns ganz schwerpunktmäßig eben mit einem Fall, mit einem Projekt befasst und mit der konkreten Praxis, wie gehen wir mit den Menschen um und wie sortiert sich das in Transaktionsanalyse ein und so. Das war so unser Betrachtungsaspekt.
Deswegen auch die Tonbandsupervision, weil diesen Betrachtungsaspekt hat man ja auch immer auf dem Band unmittelbar hören können und mit einschätzen können, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Ist auch immer ein wichtiger Beitrag gewesen. Nur, ich habe dann diese Metapher mit der Schokolade. Ne? Eine gute Schokolade, sagen wir mal, besteht aus Milch, Kakao und Zucker, Toblerone. Und die Mischung macht es auch. Und man kann sich eine Supervisionssituation so vorstellen, dass der Supervisant den Supervisor ein Stück Schokolade zum Kosten gibt und der muss anhand des Kostens herausfinden, falls sie nicht besonders gut schmeckt, woran es liegt, dass sie nicht so gut schmeckt und was man weiterentwickeln muss, dass sie besser schmecken kann. Und da ist es eben nicht nur das konkrete Handeln on the spot, das sagen wir mal wäre Milch, sondern es kann sein, dass der Kontext nicht stimmt oder die falschen Konzepte herangezogen werden. Zu diesen Konzepten wird das Passende gemacht, aber sind die Konzepte für die Gesamtfragestellung eigentlich überhaupt die richtigen und so weiter. Da kommen also Supervision auch aus anderen Perspektiven zu, also die Konzeptualisierung, also in dem Fall jetzt TA-Theorie. Wird die richtige Theorie ausgewählt für diesen Fall? Wird sie richtig verwendet? Wird unnötig differenziert oder nicht und so weiter. Also der Zusammenhang zwischen den Landkarten, über die jemand verfügt und wie er mit den Landkarten dann konkret arbeitet und passt das zusammen. Also nicht, dass er in Symbiosekonzepten denkt und erzählt, was bei dem los ist, aber im Konkreten schafft er mit Erlaubnis fürs Kind allein und indem wie er arbeitet, repräsentieren sich seine Erklärungsmuster überhaupt nicht. Dann hat sich die Konzeptualisierung als Eigenwelt abgelöst von der Praxis und manchmal merkt es nicht mal. Und wir haben das ja später zum Steuerungsdreieck ausgearbeitet, das findet ihr in der Darstellung vom November, wo das immer aufeinander abgestimmt wird. Die Konzeptualisierung, die Wahl der Rolle kommt da noch dazu, weil das ja nicht selbstverständlich eine Psychotherapeutenrolle und sonst ist. Und diese Dinge, das ist hier jetzt in einer Weise auch schon berücksichtigt der professionelle Kontext, aus welcher Identität heraus arbeite ich, die alte Diskussion Psychotherapie oder Coaching, was ist das eigentlich, wo bin ich, als was bin ich gerade tätig, wenn andere mit dabei sind, wie kann das zusammenwirken und sonstige Bezüge. Ist das jetzt ein individualtherapeutisches Setting im Rahmen einer unmöglichen Unternehmenskultursituation, dann kann ich davon natürlich Hunderte machen und das Problem löst sich nicht. Also die ganze Kontextbetrachtung, dass die Gegenstand der Supervision wird und wenn es der Klient selbst immer aus einer Perspektive nur kommt, dass die Supervision sagt, und wie sieht es aus der anderen Perspektive aus, dass man auch aktiv ein ganzheitliches Durchdringen der eigenen professionellen Praxis üben kann. Und dafür war dieses Toblerone-Modell gebaut. Das hat sich dann ausgearbeitet, will ich jetzt nicht erläutern, zu dem Steuerungsdreieck, wie wir es da haben. Ja, dementsprechend habe ich in einer meiner vielen Aufsätze in der Zeitschrift für Transaktionsanalyse eben vorgeschlagen, die Identität als Transaktionsanalytiker neu zu fassen. Und zwar habe ich gesagt, lass uns. Also ich habe das in einer Bildersprache gesagt, ein mentales Gefängnis hat gern drei Kringel an der Tür. Ja? Wenn dann jemand sagt, okay, wir haben hier ein Phänomen, sagen wir Intuition, wo gehört das hin im Ich-Zustandsmodell? Dann ist man bereits mental gefangen und kommt dann zum Beispiel auf die etwas seltsame Vorstellung, das passt am besten in den kleinen Professor. Der kleine Professor ist das A2, Strukturanalyse zweiter Ordnung, weil es so Intuition hat, so was mit Knitzen und nicht ganz vernünftig geradlinig denken, aber kreativ, also packen wir das da rein. Was sehr ungeeignet ist. Ich habe immer wieder gesagt, der Umgang muss andersrum sein, nicht wie passt die Wirklichkeit in die Konzepte, sondern Wirklichkeit ist Wirklichkeit. Eine Rose ist eine Rose. Welche Konzepte, Brillen, Schemata, Scheinwerfer können wir im Moment aktivieren, damit wir das wirkliche Leben in einem Licht sehen, in dem wir dann
hilfreich mitgestalten können. Also nicht, in welchen Ich-Zustand passt Intuition, sondern da haben wir ein Phänomen, die gehen miteinander um, dem einen fällt plötzlich ein Bild ein, letzte Woche ist es so gewesen, bevor ich gewusst habe, dass ich in eine Zwickmühle kommen werde mit der Frau, habe ich als Eingangstransaktion, haben wir gescherzt und plötzlich sage ich, ja, mit dem Vorangehen ist manchmal schwierig, es ist manchmal auch besser, man legt sich einfach flach auf den Boden, zum Beispiel wenn ein Tornado kommt, sagt es in mir plötzlich. Da habe ich noch keine Ahnung gehabt, dass wir 20 Minuten später über nichts tun können, solange mein Dilemma-Bezugsrahmen ist und über Treibsandkommunikation und sowas arbeiten würde, da sah das alles noch klar und tough aus. Also da ist eben in mir ein Bild aufgestiegen. Wenn man jetzt da drauf gucken könnte, wenn man sagt, und wo passt das jetzt in Ich-Zustände, in die Skripttheorie und sowas, dann ist man verloren. Entweder muss man die dann irgendwie aufblähen, damit das nicht ganz sinnlos ist, die Zuordnung, oder man muss das, was man beschreiben will, auf das reduzieren, was dort an Schemata da ist. Beides ist sehr unbefriedigend. Stattdessen umgekehrt zu sagen, gibt denn die Skripttheorie überhaupt etwas her, um das im Moment zu beschreiben? Was denke ich, was habe ich vor, was für Meinungen habe ich, dann kläre ich das. Und dann gucke ich, in welchen Konzeptbereichen und in welchen Methodenbereichen sich mir was konstelliert, was dazu eine sinnvolle Korrespondenz haben könnte. Das wird in der Supervision, in der Lehre immer wieder relativ bewusst geübt, soll dann, ihr erinnert euch an die Intuitionsdiskussion, soll dann unter die Bewusstseinsschwelle sinken und es steuert sich dann ganz automatisch. Intuitiv sollen halt nicht gewohnheitsmäßig immer entwicklungspsychologische Modelle aktiviert werden, sondern es soll dort ein sehr viel größerer Vorrat an geeigneten Modellen da sein, und sodass die Intuition eine viel bessere Auswahl hat, also ohne Schulung geht das nicht, und dass die Intuition geschult ist, nicht schematisch, sondern relativ situativ und spezifisch sich die Konzepte einfallen zu lassen, die an der Stelle gebraucht werden. Insofern gibt es auch einen intuitiven Umgang mit Theorie. Mir fällt nämlich zu der Situation das Konzept ganz automatisch ein. Manchmal merke ich, dass ich schon im Rahmen des Konzepts arbeite, bevor mir klar geworden ist, dass ich an das Konzept gedacht habe. Ja. Ich habe gesagt, nicht Transaktionsanalyse, sondern Wirklichkeitsanalyse anhand von Transaktionen, also eine Verschiebung. Nicht Transaktion sind unser Gegenstand, sondern Wirklichkeit unser Gegenstand. Und wir versuchen, anhand beobachtbarer Kommunikation uns diesem Gegenstand zu nähern und nicht durch spiritistische Sitzungen oder Aura-Feeling oder sonst was. Der Leonard Schlegel hat das ja durch seine Wahl des Begriffes transaktionale Analyse ist er dem näher gekommen. Und dann eben Entwicklung von Modellen, wie ich sie weiterentwickelt habe, Kontextbewusstsein. Wir Thealer haben ein kybernetisches Modell, wir Thealer haben einen experimentellen Ansatz, wir Thealer haben eine bestimmte Kultur in der transaktionsanalytischen Gemeinschaft. Das sind wir, also ein Identitätsblumenstrauß. Anstatt uns Thealer erkennt man daran, dass am Flipchart drei Kringel sind. Das war die Idee mit dem Identitätsnetzwerk. Und von daher habe ich vorgeschlagen, die Identität der Thealer so neu zu fassen. Und von daher ist auch immer wichtig, auf die Verbandskultur und deren Entwicklung zu gucken. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Was gute Fortschritte macht, ist die Gleichberechtigung der Profession in der TA-Gesellschaft. Hat auch damit zu tun, dass die TA nicht zum Therapieverfahren zugelassen wurde, sodass sich die ganz viele kreative Kräfte jetzt auch ernsthaft auf die anderen Felder konzentrieren und die unterschwellige Dominanz der klinisch als höherwertig anzusehen, die verblasst langsam, was eine sehr schöne Entwicklung ist. Ich meine, die Ausbildung gehört dringend verkürzt und enthierarchisiert. Da ist die TA-Gesellschaft auch in vielem ungut machtpolitisch unterwegs gewesen, auch nach innen. Das
kann ich jetzt nicht so ausführen, aber da geht es um die Rollen für Praktiker, was die eigentlich für eine Funktion im Verband haben und solche Sachen. Und von daher ist es auch wichtig, wirklich den Methodenpluralismus ganz ausdrücklich zu machen, aber ein Metakonzept, wie ich das versuche zu entwickeln, dazu zu entwickeln, dass das alles in eine neue Architektur reinpasst und nicht jeder halt so sein Konglomerat bastelt. Gut, das war mein letzter Appell, habe ich ihn genannt, also zum letzten Mal. Irgendwann war ich schon müde, das immer wieder zu beschreiben, dass TA ein professionsfeldübergreifender Ansatz sein könnte und so weiter. Und da 97 habe ich, glaube ich, da zum letzten Mal in der TA-Zeitschrift dazu geschrieben, also Neudefinition, was ist denn dann ein Transaktionsanalytiker? Sie helfen als professionelle Praktiker, Level 1, einschränkende Wirklichkeitsgewohnheit ihrer Klienten zu überwinden, stattdessen schöpferische und sinnvolle Alternativen zu entwickeln. Mittels Kommunikation habe ich an anderer Stelle gemacht. Und ganz wichtig, eine andere Definition von Transaktionsanalytiker, nämlich als professionelle Lehrer und Supervisoren. Und das ist eine eigene Welt, ein eigenes System und wird dort ja auch als eine eigene Qualifikation sehr ernst genommen. Und das ist aber erstmal noch was anderes als der Praktiker. Tja, 97 war dann sozusagen mein letzter Appell und ich habe mein Ding gemacht, ISB, wissen ja die meisten, was das ist. Forum Humanum haben wir entwickelt, allerlei gesellschaftspolitisches Engagement. Ich wurde Ehrenmitglied der Systemischen Gesellschaft. Wir haben den Coachingverband DBVC gegründet und entwickelt, wo wir ganz viele Qualitäten, die aus dieser Sozialisation mir geblieben sind und ich wertgeschätzt habe, wieder mit eingeflossen sind. Und von daher gibt es schon sozusagen Meme der TA-Kultur, die in vielen weiteren Professionskulturen durchaus eine Rolle spielen. Das ist die späte Ehrung, die durch den Günter Mohr, der in liebevoller Weise sich daran erinnert hat, dass er von mir auch profitiert hat und dass das zur Geltung kommen soll, das vorgeschlagen hat. Und im zweiten Anlauf hat es dann auch geklappt. Man muss dazu sagen, in der TA-Gesellschaft gibt es eine lange Geschichte von Ausgrenzung und Nichtachtung kluger Köpfe. Also Byrne selbst war schon so einer, und das kann man jetzt wieder überlegen, wie der ist ja in der psychoanalytischen Gesellschaft nie zu Ehren gekommen, war von daher ein Outlaw, der aus einer gewissen Rebellion heraus auch die TA entwickelt hat und sich mit Kräften verbündet hat, die insgesamt sehr rebellisch und sehr kreativ waren. Aber ich denke auch, das Schicksal von Jackie Schiff habe ich schon angesprochen, das in einer Weise immer auch seine verständlichen Begründungen hat, in anderer Weise eben das Schema reinpasst, dass Leute ausgegrenzt werden. Aber ich denke auch an jemanden, von dem eines der besten Bücher im TA-Bereich ist, TA After Eric Byrne, Graham Barnes, den ich 2007 auf dieser Preisverleihung getroffen habe, mit dem ich mich auf Anhieb gut verstanden habe und der erkennbar, aber der in England lebt, aber dort offenbar in der keinen Anschluss findet an die dortige sehr ausgeprägte TA-Kultur. Also kluger Kopf, der nicht integriert wird. Ich erinnere mich an x Anläufe, wo wir gesagt haben, wir müssen uns zusammensetzen, ernsthaft theoretisch diskutieren. Es wurde immer wieder geschworen, wir machen das. Es ist immer im Sand verlaufen. Also da gibt es auch ein Organisations-, ein Kulturprinzip in der TA, das nicht richtig aufgeklärt ist und das es auch schwer macht. Ich höre allerdings, heute am Tisch haben wir darüber gesprochen, dass es doch immer wieder Erneuerungsimpulse aller Art gibt und dass mittlerweile auch wirklich neue Generationen antreten. Das wäre sehr spannend, ob es da läuft wie bei den Affen oder nicht. Ja, und dann habe ich also dieses Ding da gekriegt und ich möchte jetzt noch die letzten 3-4
Minuten dazu benutzen, auch so wieder ein Stück zu sagen, was das in der im persönlichen Mythos für eine Bedeutung haben kann. Ich habe eine meiner Skriptgeschichten, ist die Geschichte von Prahlhans. Meine Mutter hat mir nicht viele Geschichten erzählt, aber sie hat mir mal die Geschichte von Prahlhans erzählt und irgendwie mit Appell, sodass sie tief in mich eingesunken ist. Das ist die Geschichte von einem jungen Mann, der sehr gut jagen, sehr gut fischen und ich weiß nicht, was sonst noch konnte und das dann auch für sich in Anspruch genommen hat. Er ging an den Königshof und hat gesagt, ich kann 100 Fische fangen, ich kann 10 Hirsche jagen und die Sachen. Und es wurde als unziemlich angesehen und er wurde richtig gedeckelt. Man hat gesagt, zeig's mal und dann hat man die Fische verjagt und die Hirsche verjagt und er kam immer mit leeren Händen und war dem Gespött und der Erniedrigung preisgegeben, bis er irgendwann mal kam und sagte, ich kann vielleicht einen Fisch fangen. Und dann fanden ihn alle toll und er hat seine Demutslektion gelernt. Das war, ich war auch so ein Angeber, Bub, Größenfantasien und auf diese Weise hat meine Mutter sicher auch es gut gemeint, mich an Demut erinnern wollen. Aber es hat bei mir skriptbildend gewirkt, dass ich immer eigentlich in der Erwartung, wenn ich vor die Leute hintrete, die mir wichtig sind und zeigen will, was ich kann, dann wird es nicht gehört und findet auch nicht diese Resonanz. Und meine Bemühungen, trotzdem gehört zu finden, sind ja jetzt über die Tage, glaube ich, sehr plausibel geworden. Insofern war für mich diese Preisverleihung eben auch seelisch eine tolle Sache, weil ich habe am Morgen davor kam mir dieses Skript, also bevor ich meine Speech gehalten hatte und den Preis verliehen kriege, kam dieses alles hoch und ich merkte, es beginnt sich zu lösen und ich hatte plötzlich ein Bild von mir aus einem Film, den ich mal gesehen habe. Muss ich gerade mal gucken. Ja. Also das Prahlhans habe ich schon erzählt. Und da schob sich plötzlich eine Szene in meinen Kopf von A Beautiful Mind. Ich weiß nicht, ob den Film jemand gesehen hat. Das ist also ein schwieriger, genialer Wissenschaftskandidat. Und die erlösende Szene, die mir eben seelisch auch Erlösung gegeben hat, ist, dort ist das Ritual, dass die Kollegen jemandem den Füller geben als Zeichen der Hochachtung. Und diese Szene stand mir am Morgen vor dieser Preisverleihung vor Augen. Und von daher hatte es etwas Skriptlösendes und Heilendes für mich, dass ich diesen Preis gekriegt habe. Und schön ist dann der Traum in der folgenden Nacht. Ich träume, dass ich mit einem Freund durch die Heimatstadt meiner Kindheit schlendere. Es ist eine alte Staferstadt, Waiblingen bei Stuttgart, deren neuerdings in schönen Teilen schön restauriertes mittelalterliches Erscheinungsbild in der Wirklichkeit durch mehrere knallige Betonbauten erheblich gestört ist. Im Traum ist sie jedoch eine zauberhaft unversehrte mediterrane mittelalterliche Stadt. Wir nähern uns dem Rathausplatz. Dort war der Kindergarten. In der Außenwirklichkeit war dort die Kindergartenbaracke, nach 46 war das gestanden, in deren Hof war ich durch Festbinden mit einem Seil zum Stillsitzen auf meinem Stühlchen genötigt worden, was zu Kindergartenschwänzen und Folgeproblemen geführt hat. Aber in dem Traum ist dieser Rathausplatz eine südländische Piazza mit einem Straßencafé. Mein Freund möchte mit mir dort Kaffee trinken und in gelöster Stimmung lassen wir uns dort nieder. Schließlich gesellen sich noch unsere Frauen dazu. Das ist das Abschlussbild, um eben auch zu zeigen, dass so eine lange Auseinandersetzung mit solchen Dingen eben auch ein mythischer, ein seelischer Prozess ist, der in dem Fall für mich eigentlich zu einem sehr versöhnlichen und sehr schönen Ende gefunden hat. Wir machen jetzt keinen Abschlusspalaver. Ist es okay, wenn wir es so einfach stehen lassen und ich danke euch, dass ihr diese 3 Tage durchgehalten habt, diese Lebenserzählung euch auch anzuhören. Und ich wünsche euch einen guten Heimweg und dass ihr in euren Tupperdosen viel gebunkert habt, was ihr dann noch gebrauchen könnt. Und
Jetzt können wir uns noch beim Imbiss begegnen und verabschieden. Alles Gute euch.